Ich sitze im NIO ET7. Das erste Gefühl, was man hat, wenn man ins Auto einsteigt, das ist ein absolutes Premium-Fahrzeug. Alle Materialien hochwertig, Sitzposition, Komfort überragend. Sehr schön. Die Form gefällt mir sehr gut. Hier oben überall die Kameras für die Assistenzsysteme. Assistenzsystem werden wir uns gleich anschauen, funktioniert auch sehr gut. Den Kofferraum habe ich mir noch nicht angeschaut. Wir können uns mal den Kofferraum noch anschauen. Das ist der Schlüssel. Ja, aufmachen. Ah, okay, hier so Lichtspektakel. Okay, wie geht der Kofferraum auf? Ah, jetzt so, wenn man gedrückt hält, geht der Kofferraum auf. Ah, okay, da sind hier ein paar Ladekabel und hier 220 Volt Ladeadapter ist dabei. Wenn ich hier gedrückt halte, müsste eigentlich wieder zugehen. Ja, geht wieder zu. Rote Bremssättel. Was sind das für Felgen? Das sind, glaube ich, 19 oder 20 Zoll Felgen. Ja, das sind 19 Zoll Felgen. 19 Zoll Felgen. Bridgestone, das sind Winterreifen. Boah, die machen aber überhaupt keine Geräusche im Vergleich zu meinen Winterreifen von Nokian, die ich auf meinem Model Y Performance drauf habe. Jetzt steigen wir mal ins Auto ein und fahren jetzt mal. Okay, muss ich per Hand aufmachen. Okay, das sind Soft-Close-Türen. Ja, da muss man nur berühren und dann gehen die schon auf. Sehr gut. Und da ist hier Nomi. Man kann mit Nomi einige Sachen einstellen bzw. einige Funktionen realisieren. Also wenn ich hier zum Beispiel die Sitzmassage einschalten will, dann sage ich Nomi. Hey Nomi! Hey! Schalte die Sitzmassage ein. Kein Problem. Ja, jetzt läuft die Sitzmassage. Das ist sehr schön. Das ist alles hier hochwertig, Premium, Luxus. Das ist ein absolut geniales, schönes Auto. Fährt sich auch dementsprechend. Also das Fahrverhalten ist sehr schön. Ich bin jetzt im Komfortmodus. Im Komfortmodus fährt sich das Auto auch wirklich sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich ein massiver. Also wenn ich hier Vollgas gebe, ja, das ist schon gemütlich im Vergleich zu Sportmodus. Da kann ich auch auf Sportmodus umschalten. Hey Nomi, schalte auf Sportmodus um. Hey. Schalte auf Sportmodus um. Sicher, dass ich in den Sportmodus wechseln soll? Ja. Der Fahrmodus wurde bereits gewechselt. So, jetzt bin ich im Sportmodus. Das ist dann so, ja, von Fahrleistungen her ähnlich wie beim Model Y Performance. Wird auch hier mit 3,8 von 0 auf 100 angegeben. Es hat sich jetzt Fahrwerk geändert. Die Lenkung ist straffer geworden. Das Auto liegt viel straffer und sportlicher auf der Straße. Fährt sich sehr gut. Also man kann hier auch im Sportmodus dann alles einstellen. Zeige ich dann gleich. So, man kann hier im Sportmodus auch einstellen. Also ich habe hier Standard, Bodenfreiheit kann ich auch niedrig machen. Du solltest das Lenkrad in der Hand behalten. Andernfalls wird die Pilotfunktion abgeschaltet. Ja, warnt mich jetzt gleich auch schon. Alles klar. Regeneratives Bremsen kann man auch auf niedrig einstellen. Aber ich würde das eher Standard lassen.
Was mir hier fehlt, ist der Verbrauch. Den Verbrauch kann ich nicht sehen. Ich kann auch nicht anzeigen lassen, mit wie viel Prozent ich an meinem Ziel ankomme. Also ich bin in 12 Minuten an meinem Ziel und das kann trotzdem nicht angezeigt werden. Das ist, finde ich, verdammt schade. Finde ich echt verdammt schade, muss ich sagen. Also den Verbrauch sieht man im Eco-Modus, wenn man hier auf, oder wenn man NIO Nomi umschalten lässt auf Eco-Modus. Aber das tun wir jetzt mal nicht. Wir probieren jetzt mal die Vollgas 200. Also das Auto ist begrenzt auf 200. Schneller kann ich leider nicht fahren. Das Auto ist begrenzt auf 200. Hey Nomi. Ja, bitte? Schalte auf Komfortmodus um. Sicher, dass ich in den Komfortmodus wechseln soll? Ja. Der Fahrmodus wurde bereits gewechselt. Ja, im Komfortmodus spürt man fast nichts von den Bodenwellen. Das Auto ist... liegt absolut ruhig auf der Straße. Sehr schön. Ja, also hier die große Bodenwelle. Das Auto schwimmt ein bisschen. Es ist aber normal im Komfortmodus. Das, so mag ich das. So liebe ich das auch. Es ist ein sehr schönes und komfortables Auto. Ich muss mal schauen, wie ich den Verbrauch anzeigen lassen kann. Also den letzten Verbrauch wäre echt schön, das zu wissen, das anzeigen lassen zu können. Stunden 23. So, jetzt fängt hier gerade die 80er Begrenzung. Mal schauen. Also ich bin jetzt im Auto Fahrassistenzmodus. 80 hat er übernommen. Nee, hat er nicht übernommen. Übernimm mal 80. Der Pilot ist eingeschaltet. Nee, übernimmt nicht. Da muss man hier. Bitte übernimm das Lenken. Ah, das ist schön. Muss man hier wahrscheinlich einstellen. Aber jetzt nochmals zum Verbrauch. Über die letzten 100 Kilometer kann man hier den Verbrauch sehen. 22,5. Man sieht hier den Peak, also wo ich schnell gefahren bin. Ja, sieht man hier. Aber wie übernimmt NIO die Geschwindigkeitsbegrenzung? Also ich habe hier... jetzt, ab hier habe ich jetzt 50. Jetzt übernehme mal die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nee, der Pilot ist eingeschaltet. Muss ich immer manuell machen. Ich muss mich korrigieren. Die Reifengeräusche hört man hier auch. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht besser hinzukriegen bei Winterreifen. Dass die Winterreifen nicht so die Abrollgeräusche machen. Also man hört das schon. Ist aber weniger als im Tesla. Es ist schon... ja, schon um die Hälfte reduziert, würde ich sagen, subjektiv gefühlt. Aber was wirklich sehr schön ist in diesem Auto und einen wirklich sehr begeistert, ist einfach diese Anmutung im Auto, der Komfort. Das Auto fährt sich wirklich sehr schön. Ich bin zwar in der S-Klasse selber noch nie gefahren, aber ich glaube, das ist wirklich nicht anders.
besser natürlich in der Hinsicht, weil das ein Elektroauto ist. Das ist einfach nur ein geschmeidiges, komfortables, superschönes Fahren. Wirklich sehr schön.